Herzlich willkommen bei Padouts. Mein Name ist Nico und wir spielen mal wieder Xenoblade Chronicles X für die Wii U. Und in der letzten Folge haben wir den launischen Duguil besiegt und noch ein paar andere Nebenquests gemacht. Und hier ist einer der fettesten Gegner, die ich bis jetzt im Spiel entdeckt habe, Lucille, der Allgewaltige. Ja, ich habe ein bisschen weiter trainiert, das habt ihr jetzt offscreen natürlich nicht mitbekommen und ich bin richtig weit durch die Gegend rumgewatschelt und bin jetzt sonst wo. Ich habe auch ein bisschen trainiert, das heißt jetzt so ein Level 16er als Beispiel, also ich bin Level 12, 13, 12 ist so die Reihenfolge. Das heißt, ich habe bestimmt gute Karten, den Level 16er zu besiegen. Oh Gott, ich habe schon Schaden bekommen. Ich habe eine neue Skill, die ganz hier rechts, die heißt Magnum Spalter. Bewirkt, dass physische Resistenzen vom Gegner geringer werden. Das heißt, wenn ich das jetzt mache, zack, dann verfehle ich. Toll, hat natürlich geklappt. Gut, dann würde aber seine Resistenz halt geringer werden. Er würde mehr Schaden von physischen Angriffen bekommen. Zack, und B, verkackt. Natürlich, die Konterklinge ist immer noch eine meiner Lieblingsskills. Macht einfach ultra viel Schaden. Ganz doof ist natürlich immer vor dem Gegner zu stehen. Ich mache das nur manchmal, wenn ich die Konterklinge benutze. Und ja, was habe ich in dieser Folge? Ach du Scheiße, ich hab gerade Schaden bekommen. Oh nein, der Allgewaltige hat mich angegriffen. Habt ihr das gesehen? Wie viel Schaden habe ich bekommen? 205.000 oder so? Okay, dann machen wir jetzt eigentlich das, was ich vorhatte. Wir haben ja noch ein paar Missionen. Bevor ich in Kapitel 3 überschwenke, möchte ich hier noch ein paar Missionen abwickeln. Hier ist Roderick der Flitzer. Das ist so ein Vogel mit Hoden. Den habe ich hier schon in der Map irgendwo mal gesehen. Da war ich aber noch nicht stark genug, um ihn zu besiegen. Aber da werde ich jetzt mal hin. Ich gucke mal, habe ich einen Schnellreisepunkt? Ich gehe mal Raipat sehen, den Schnellreisepunkt. Das ist so ein bisschen schade. Ich sage es jedes Mal, aber ich meine es auch wirklich so, dass ihr das nicht sehen könnt. Weil es ist wirklich schön gemacht auf dem Gamepad. Oh Gott, da ist er ja schon wieder. Der Reisepunkt hat ja nichts gebracht. Diesmal werde ich mich nicht in einen Kampf verwickeln lassen. Ihr habt ja gesehen, das war blöd. So, Kugelmoskito. Immer schön die... Er ist so süß. Immer schön die Items mitnehmen, die hier irgendwo rumstehen. Hier haben wir relativ große Gegner, die... ich vergesse jedes Mal deren Namen. Aber ich werde einen davon mal gegen ihn kämpfen, weil ich sag mal, Level 14 ist höher als mein aktueller Level, aber immer noch im machbaren Rahmen. Das ist dann ganz praktisch, um ein bisschen aufzutrainieren. Was ich noch herausgefunden habe, zack, die Leute, die man im Team hat, machen ja immer so einen Kampfschrei, das habt ihr bestimmt schon gesehen. So wie jetzt gerade sagt sie, ein zäher Gegner in einer grünen Farbe. Und wenn ich jetzt unten eine Skill hätte, die eine grüne Farbe hätte, wäre die Skill für die Dauer des Schreis von meinem Compadre halt verstärkt. Ganz praktisch ist das, wenn jetzt natürlich jemand einen Orangenschrei macht oder so, für meine Konterklinge, dass die dann mehr Damage hat. Jetzt zum Beispiel ist das Ding gelb. Ah, Moment. Ne, jetzt hat es die Farbe und ihr seht, dass ganz links die Skill rot aufgeleuchtet hat. Das heißt, die ist stärker, weil jemand einen Kampfschrei halt in dieser... Ist das orange? Nee, das ist braun, oder? Also was Farben angeht, Leute, da müsst ihr wissen, da bin ich nicht so gut drin. Okay, ich darf jetzt nicht sterben. Ich booste mal meine Verteidigung. Das mache ich viel zu selten, ob ich das Skill halt drin habe. Und was ich auch irgendwann nochmal machen müsste, sind die Skills von Elmer und Lin aufzubessern. Weil die sind auch noch alle auf Level 1. Da habe ich mich noch nicht drum gekümmert. Aber wie ihr seht, ich habe die beiden neu ausgerüstet. Also bei Lin war nicht so viel zu machen, die hat nur einen neuen Helm, aber hat eine neue Waffe komplett. Und Elmer natürlich auch, die hat jetzt dasselbe Outfit wie ich. Das war das, was ich jetzt aktuell kaufen konnte, was die besten Werte hatte. Okay, genau, so ein Vieh suchen wir. Nur halt in unserer Stärkeklasse. Ich hoffe, dass das Vieh auch in der Nacht rumgurkt, weil es wird ja jetzt langsam ziemlich spät. Okay, da ist er. Und er ist arg schnell. Komm mal her, warte. Halte mal an! Verfickte Scheiße. Komm! Na. Jetzt baller auf ihn! Baller doch mal auf ihn! Bin am Kampfmodus. Jetzt! Der ist aber auch groß. Leute, guckt euch diese Hoden an. Ohne Scheiß. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass das da am Hals nichts anderes als Hoden sind. Und vor allem, wenn er so einen bestimmten Angriff macht, dann leeren sich seine Hoden. Es ist einfach so verrückt.
Ah, ich glaube, was ich vorhin gemacht habe, ist die Skill Tornado-Klinge benutzt, weil die greift jeden in der Umgebung an. Und da habe ich bestimmt den Allmächtigen getroffen und deswegen wurde er auch so aggro auf mich. So, das Vieh ist zwar Level 11, aber es ist ein Tyrant und dementsprechend ist es auch so ein bisschen knackiger zu besiegen. Ich glaube, ich habe auch die Wut von den anderen in der Umgebung auf mich gezogen. Das ist natürlich nicht so praktisch. Der schwankt gerade, den kann ich ihn umwerfen, ne? Ja. So, da er jetzt am Boden liegt, gibt's nochmal die Brandgranate. Zack, B im richtigen Moment. Und du kriegst die Stoßschießsache. Wie heißt das Ding? Stoßsalbe. Oh, gerade ist die Skill verstärkt. Ich bin zu langsam, oder? Ja, ich muss erstmal irgendwie nah rankommen. Zack, sure you can. Can you do this? Sure you can. So, einmal ein SP-Boost. Und B verkackt, das ging mir viel zu schnell. Dann machen wir einmal Weißglut, damit er auf mich aufmerksam wird. Und die Konterklinge, die habe ich nämlich schon auf Level 4 trainiert. Die macht so einen schönen Schaden. Ah, verkackt. So, weg. Gott, ey, diese ganzen Biester hier. So, Roderick, komm her. Du lernst mich noch kennen, mein Freund. Aber eigentlich auch einen anderen Schwachpunkt, auf den ich gehen kann, außer auf den Kopf? Wahrscheinlich nicht, ne? Moment, ich habe jetzt... Habe ich gerade noch den richtigen anvisiert? Ich sehe schon nicht mehr durch, sind viel zu viele. Oh mein Gott. Da ist er. Ah, das ist... Er schwankt. Umwerfen. Zack. Brand. Okay, das wird jetzt langsam ziemlich knapp. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Gerade ist Stoßseite verstärkt. Die kriegt er jetzt nochmal rein. Leider nicht so viel Schaden, wie ich das gerne hätte. Konterklinge. Oh mein Gott, das hat Schaden gemacht. Und die Tornado-Klinge. Er fällt gleich um. Wir haben ihn. Mission abgeschlossen. Du hast Roderick den Flitzer in Primordia besiegt. Gibt einen Tanktop Rot, 2500 Gold und 10 Erfahrung. Damit kann ich leben. Jetzt kippt um, Roderick. Wir müssen natürlich noch das Fußvolk hier ein bisschen vernichten, was übrig geblieben ist. Okay. Der macht's nicht mehr lang. Das ist kein Ding. Da brauche ich gar nicht groß mit Taktik anfangen. Den mach ich einfach fertig. Aber es ist ein Level 13. Er bringt also gute Erfahrung. Schneller Evello heißt er. Zack. Oh, wie schnell hätte ich denn reagieren sollen für B? So, da hinten ist noch ein schneller Evello mit Level. Level? Nein, ich sehe es nicht. 11. 11 ist ja auch kein Ding. Schwanken, ich hätte ihn umwerfen sollen. Hoffentlich schaffe ich das noch schnell genug. Ja, er liegt. Umgeworfen. Und man Shoryuken rein. Fertig ist das Ding. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was ich da... Altes Einsatzset und altes Einsatzshirt. Rang. Ich habe ein neues Talent erlernt. So, jetzt hat er natürlich in Questmark automatisch wieder die Hauptquest aktiviert. Die möchten wir noch nicht machen. Wir gehen auf Missionen. Miranium gesucht. Ne, das war in der Stadt. Das mache ich nicht. Ich will jetzt erstmal Primordia machen. Eine Tyrannin behindert die Expansion des Frontiernav. Wir brauchen Hilfe dabei, Sirene, die Verschollene, zu besiegen. Oh, dann wollen wir mal hoffen, dass Sirene, die Verschollene, nicht zu überkrass wird. Ich gucke mal kurz auf die Map, wie weit das weg ist. Oh, da sollte ich einen Schnellreisepunkt benutzen. Das ist ziemlich weit weg von hier. Ladezeit. Kann ich was trinken? Sehr schön. Ah, grüner Tee von Pfanner. Schmeckt sehr gut. Okay, was haben wir hier? Level 23, so ein Dude. Sollte ich lieber nicht... Ich habe, was ich gemacht habe offscreen, ich gebe es zu, ich habe hier solche Reisepunkte gesucht. Weil ich konnte einfach nicht. Ich musste einfach weiterspielen, weil das Spiel so viel Spaß macht. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und deswegen bin ich ein bisschen durch die Gegend gewatschelt, hab halt... Da ist er! Hab halt ein bisschen trainiert und hab auch diese Frontier-Nav-Punkte gesucht. Was zum Teufel, Leute! Ach du Schande! Sirene, die Verschollene. Er hat eine silberne Krone, also je nachdem, welche Farbe die Krone hat, so stark sind die Gegner dann auch. Also, ich habe gelesen, dass sich das dadurch rechnet, wie viele online gegen den gestorben sind. Das heißt, wenn ein Tyrant halt nicht so viele Online-Dudes besiegt hat, dann... Oh mein Gott, scheiße. SP boosten. Dann hat der eine brünette Krone. Nee, eine Kupferkrone. was?
Bronze. Anja korrigiert mich gerade. Bronze. Was habe ich gesagt? Kupfer, ja. Ja, tolle Krone. Kupferkrone. Oxidiert ja auch gar nicht. So. Nee, und dann, wenn er ein paar mehr gekillt hat, hat er halt Silber. Und in dem Falle hat er... Oh, komm, umwerfen. Verkackt. In dem Falle hat er halt ja sogar eine Silberkrone. Dieses B drücken, ne? Wenn die eigenen Charaktere den richtigen Schrei machen und man drückt dann B im richtigen Moment, dann kann man seinen Teammitglieder heilen. Aber er schwankt und ich habe natürlich Wuchthaber nicht fertig. Na gut, kann ich zwischendurch die Skill nochmal reinhauen. Mir lädt es ja deutlich schneller auf. Oh nein. Das sind die Momente, da wünschte ich, ich hätte vielleicht doch diese grüne Hinfall-Skill drin gelassen. Oh, dieses Bein hält auch ewig viel aus. Elmas am Boden. So, kriegst hier Tornado-Klinge. Man kann auch die Leute wiederbeleben. Man braucht irgendwie 1000 SP und SP kriegt man durch die Autoangriffe. Zack. Oh, B im falschen Moment wieder gedrückt. Ich bin tot, scheiße. Ja, die Sirene knallt rein. Könnt ihr mich beleben? Könnt ihr? Kriegt ihr das hin? Vielleicht? Ja, die ist mir wohl noch eine Nummer zu zackig. Also... Leute, jetzt mal ehrlich. Gut, zum Reisepunkt. Hat wenigstens Elmar überlebt. Gut, dann machen wir erstmal andere Quests und heben uns Sirene, die Verschollene, nochmal auf. Mission. Was ist das hier? Wir möchten weitere Forschung zum Fortpflanzungsmuster der einheimischen Fauna betreiben. Dafür benötigen wir einige CC-Haslinge. Zeigt er mir an, wo ich die kriege? Nee, das ist wahrscheinlich so eine Item-Quest. Die muss ich nebenbei finden. Was haben wir noch? Waffendaten zu erfassen. Ich könnte dabei etwas Hilfe gebrauchen. Wie erfasse ich denn Waffendaten? Oh, Moment. Da wird mir was auf der Karte angezeigt. In der Westtorsteppe. Da gehe ich mal hin. Die Westtorsteppe ist westlich vom Weißen Wal. Also ziemlich nah dran. Seht ihr ja auch. Wo bin ich denn jetzt gerade? So, ein bisschen orientieren. Ich gehe dann, wo der gelbe Pfeil mich führt. Das ist ja wirklich ultra nah dran am Homepunkt. Ist das jetzt einfach nur irgendwo in diesem Bereich, ja? Rüste dich mit einem Titanmesser 2 aus und jage damit tagsüber 4 lauernde Blatter-E in Primordia. Titanmesser 2. Oh mein Gott, habe ich sowas? Habe ich sowas? Schauen wir mal. Padauts. Titan Espada. Natürlich nicht. Okay, ja, gut zu wissen. Das heißt, um diese Quest absolvieren zu können, brauche ich ein Titanmesser 2. Das hätte er mir auch vorher sagen können. Was machen wir denn? Das gibt's ja wohl nicht. Muss ich mir echt noch Mühe geben in den Quests. Wir benötigen Quälspiralen, das sind Items. Wir brauchen jemanden, der uns... auch wieder sowas Besonderes. Aber wisst ihr was? Wir machen eine Hauptquest hier. Mir egal. So. Das Pathfinder-Team wurde verletzt im südöstlichen Teil Primordias gesehen. Begib dich dorthin. Map. 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 Oh, ist das weit weg. So, Reipartsee. Das ist relativ weit östlich vom Weißen Wal. Einmal laden. Und ihr kennt den Ort. Hier war ich ja schon ein paar Mal, seit dieses Video begonnen hat. Hier ist nämlich der Allmächtige. So. Lucille, ne? Genau, Lucille heißt er. Dann verfolgen wir mal... Ach du Schande, direkt über mir. Level 42, irgendwas. Ach du Kacke. Es ist, glaube ich, auch nicht so cool, nachts unterwegs zu sein, weil nachts die Monster einfach schwerer sein sollen. Aber egal. Hübsche Pflanzen. Guck mal auf der Karte, ich muss noch durch 2 gesamte Felder kommen, um zum Ziel zu gelangen. Ich weiß nicht, ob das Spiel so fies ist und das wirklich von mir verlangt. Ich hoffe aber, ich gehe richtig rum. Weil man kann ja hier links oder rechts rumgehen, ich gehe mal links rum. Nicht, dass das eine Fehlentscheidung wird. Was haben wir hier? Zack, hitzebeständiges Rohr.
Flammsalat. Saldat. Noch ein Rohr. Ein paar Terrapflanzen. Noch ein paar Terrapflanzen. Da ist eine Uhrzeit. Ich kann die Uhrzeit verstellen. Das mache ich. Neues Gebiet entdeckt. Apayarayapadüt. Dings. So, ich will, dass es Tag ist. Es ist... Ja, erstmal... Ich muss zur Arbeit, so 8 Uhr. Zeit einstellen. Früh morgens. Weiter geht's. Level 10er. Mal was Leichtes für zwischendurch. Mal kein Tyrant. Zack, zack, zack. Da mache ich auch gar nicht so viel mit Taktik, wenn das so ein leichter Gegner ist. Da habe ich gar nicht die Muße zu. Aber bei den größeren muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Was wirklich unpraktisch ist, ja, ich habe mein Team noch nicht komplett ausgerüstet und aufgeboostet. Also ausgerüstet schon, aber nicht halt aufgeboostet mit den Techniken. Da sollte ich mich irgendwann nochmal befassen, aber aktuell fühle ich mich ganz wohl, das nicht zu tun. Vorbei! Vor allem, die kann ich umwerfen, ohne dass sie schwanken. Das ist halt auch ein extremer Vorteil. Aber jetzt hätte ich ganz links die Skill machen sollen, weil die gerade geboostet ist wegen dem Ausflug von irgendeinem Teamkamerad von mir. Man kann da auch richtig viel rumverstellen, aber das habe ich jetzt auch noch nicht gemacht, weil das echt ein großer Teil ist. Und ich habe auch gelesen, dass es gar nicht so wichtig ist, das zu machen, dass man auch sehr gut das Spiel so durchschaffen kann. So. Und ansonsten, für die, die wissen, wie das aussieht, wenn man das verstellt, zack, das sind die Schreie, die die Teammitglieder machen, je nachdem, wenn eine bestimmte Kondition erfüllt ist. Und dann kann man hier klicken und sich unterschiedliche Sachen raussuchen, dass man zum Beispiel dann Schwanken 1 hat, wenn dieser Schrei ist und so weiter. Und das für jeden einzelnen Charakter, das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu heavy. Komme ich hier überhaupt lang, Leute? Ah, das machen wir, das machen wir. Das schaffe ich. Hop. 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 Und hier auch nochmal. Moment, Moment. Ah, nein! Ja, oder warte. Geht's hier hoch? Ja, Sumpf. Nee, Sturmpfeifenkamm. Und da hinten ist auch schon das Ziel. Okay, vorsichtig. Das ist ein Skell, ne? I knew we would have heard from them by now. It was definitely fighting something. But this damage, it's not the usual claw or bite marks. No signs of the team. If they were eaten, we'd know it. So did they walk away, or were they taken? Schlag vor, die Gegend genau abzusuchen. Yep. Zurückziehen wäre keine Option. Right. Either way, they couldn't have gotten very far. Let's keep looking. Hold up, Elma. Check this out. I'm picking up an Earth-based IFF signal coming from that direction. It's Pathfinder. That thing over there, maybe? It doesn't look natural, does it? No, it doesn't. It looks like trouble. And look at this. I'm picking up readings for other life forms, too. Multiple signals. Moving around inside the structure. Elma, you don't think. Ziehe den Schluss, dass es sich um intelligente Lebensformen handeln muss. Ja, den Schluss ziehe ich. I think you're right. Look at their movements. They're controlled, orderly. They're definitely not wild animals. Now the question is, are they native to Mira? Or are they visitors like us? And if so, from where? You think it's one of the forces that destroyed Earth? Let's not jump to any conclusions. It's a big universe out there. Of course, we shouldn't rule it out either. Should we call this into HQ? Yes, but not from here. If we're picking up their signals, they might be close enough to intercept ours. You there! Drop your weapons! Stay calm. We don't want to provoke them. Earth aliens,
Surrender! Now! They know about Earth? You may have been right after all, Lin. Suche das Gespräch mit den Fremden. Ich stelle mich auf den Kampf ein. Stand down! Did you already forget my first lesson? Fighting is a last resort. Our friends here appear to be able to speak our language. Mimi. Sie sind böse, das sehe ich. Diplomacy is a viable option. You're right. We come in peace. And we're willing to negotiate. If you have any Earth alien prisoners, we'd ask the conditions for their release. If you don't, we'll leave you in peace. No negotiation. No conditions. Seht ihr, Leute? Angreifen. Hatte ich recht. All Earth aliens must die. Okay, die wissen, dass wir von der Erde kommen. Woher wissen die das? Kann aber was nicht in Ordnung sein. Oh, Level 7, ich bin overpowered. Das ist doch mal schön zu hören. Oh ja, gar nicht viel machen, wa? Außer dich umzuwerfen. Was? Ist nochmal so ein Granatenteil. Konterklinge. Tornado-Klinge. Und die Stoßsalve. Und dann stirbst du. Geht doch. Ist das alles? Ist das wirklich alles? Ah, 25 Erfahrungspunkte. Tot. So much for the diplomatic approach. What's the deal with wanting us all dead anyway? Yeah, I wonder. They did mention they were following orders. Maybe someone higher up their chain of command would be willing to negotiate. Betritt die Sturmpfeifenfeste in Primordia und suche nach den Pathfindern. Okay, mache ich mal. Kann ich den nicht irgendwie heile machen? Da hinten haben wir Level 12er Gegner. Was sind das für welche? Achso, diese Spinnenviecher. Nö, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. So, erstmal alles untersuchen, was hier so rumliegt. Da. Mechanik Level 1. Schatz gefunden. Humanoidenjäger 3 haben wir erhalten. Na. Spezialwissen nicht ausreichend. Wie viel brauche ich? Mechanik Level 2. Ah, das muss ich auch irgendwann jetzt nochmal upgraden. Demnächst. Mechanik Level 1 habe ich. Okay, sehr schön. Dann gehen wir hier mal weiter rein. Ich werde wahrscheinlich auf mehr von diesen wirklich äußerst hübschen Aliens treffen. Neues Gebiet entdeckt. Sturmpfeifenfeste. Sag das mal dreimal schnell hintereinander. Lin, can you give us an approximate location for that IFF signal? Let's see. Seems to be originating from that building over there. Then we'd better get moving. There's no time to lose. Na denn, verschwenden wir mal keine Zeit. Was haben wir hier? Den kenne ich noch nicht. Ein Bauern-Pugilit. Das klingt ein bisschen süß. Aber das ist... Das ist ein Cyborg-Vieh, also es ist kein... Was ist denn das da vorne dran? Beweg dich mal nicht so viel. Okay, das sieht ein bisschen aus wie ein Elefantenkopf, wo oben vorne am Rüsseln ein Reiter drauf ist. Oder was seht ihr da? Schreibt es in die Kommentare. Ich finde es auf jeden Fall ein bisschen verstörend. So, Konterklinge. Meine Waffe gegen alles. Perfekt. Boah, das hat aber Schaden gemacht. Der ist sogar umgeworfen 2. Sieht man fast gar nicht, dass der umgeworfen ist. Das Ding vorne dran ist weg, ne? Sieht wirklich aus wie so ein Elefantenkopf mit Beinen. So, Konterklinge, das Ding ist erledigt. Alter Survival, Chaleco, whatever. Gehen wir hier mal weiter. Die Items nehme ich natürlich mit.
Oh, hier ist ein Knotenpunkt. Und da hinten ist irgendwas mit Ausrufezeichen. Das mache ich zuerst. Ich habe wahrscheinlich irgendeine Nebenquest, die ich gar nicht mehr auf dem Schirm habe. Lauernde Blätter. Zack, 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 zack. Sollte ich nicht lauernde Blätter mit so einem bestimmten Schwert töten? Verdammt. Jetzt kriege ich wahrscheinlich keinen Punkt für die andere Quest, wenn ich das Schwert nicht ausgerüstet habe. Ja, er hat jetzt auch gerade nichts angezeigt. Ah, das heißt, ich muss irgendwann nochmal in die Stadt mir dieses Schwert kaufen. Zack. Angriff runter. Na, hat weiter nichts gebracht. Okay, blöd. Denn der Knotenpunkt, wo war der Knotenpunkt? Hier ist der Knotenpunkt. Das ist alles lauernde Blätter. Aber schön, da habe ich einen Reisepunkt, falls ich die dann in der Zukunft nochmal farmen will und weiß ganz genau, wo die sind. Hm. Die sind da so ruhig. Das oh, jetzt habe ich sie früh angegriffen, wollte es noch gar nicht. So, er schwankt, werfen wir ihn um. Und der Klinge und nochmal das Explosionsding, da ist der schon weg. Er möchte Elmer ein bisschen verletzen. Das gibt's auch nicht. Das ist ziemlich groß, ne? Das stimmt. 2,80 Meter. Ey, wenn ich er wäre, ne? Und ich würde so direkt vor mir stehen. Ich würde nur mit dieser Keule raufpreschen. Zack, zack, zack. Drone heißen die. Oder Drohne. So, Datensonde installieren wir einmal kurz. Und dann rüste ich die am besten nochmal mit einer Sonde auf. Das seht ihr jetzt leider nicht, das mache ich am Gamepad. Eine Depot-Sonde kommt hier rein. Bestätigen. Okay, weiter geht's. Ja, ja, ich muss nicht unbedingt gegen Level 7 erkämpfen. Nickerwegerich. Noch mehr Nickerwegerich. Die haben doch bestimmt hier noch mehr Gegner, die sie auffahren können. Nicht nur so ein Billig-Level. Level schießt mich tot. So, da erscheint schon das Ziel zu sein. Das erinnert mich irgendwie an so eine Baute aus Borderlands. Die sehen da auch immer so verrückt und unstrukturiert aus. Oh, was ist das? Das ist irgendwas zum Abbauen. Da brauche ich bestimmt Biologie Level 1 oder so. Ja. A drücken wie ein Verrückter. Trainingspunkte 2. Titanmesser. Okay. Ein Level 8er. Ja komm, du stehst hier so bewacherisch. Dafür darfst du sterben. Zack, zack, zack. Könnte ja auch irgendwann nochmal, wenn ich Elmer und Lin auch geskillt habe, die beiden spielen, dass ihr nochmal seht, was eine andere Klasse für Skills hat. Aber ja, vielleicht in der nächsten Folge. Zack, am Boden mit dir. Leider nichts gedroppt, schade. Da wären ein paar mehr zu bekämpfen. Aber da sind noch, was sind das für Viecher? Harmloser Panzersuit. Na gut, die werde ich dann nochmal töten. Sind zwar harmlos, aber ich hole mir mal die Aggro von allen ran, damit es ein bisschen spannender wird hier im Kampf. So, wie machen wir zuerst? Ihn hier. Ja, der schwankt. Habe ich die falsche Skill benutzt. So, jetzt liegt er am Boden. Umwerfen. Ach, für den werde ich jetzt keine größere Skill, glaube ich, mehr benutzen. Der stirbt ja vorher. Konterklinge. Ist nur für die wirklich harten Maxe. Nochmal den Rundumschlag, den kann ich machen. Okay, hat der Aggro auf mich? Nee, jetzt. So. Der Chrome Major ist auch fast tot. Und noch ein Level 5 aus, das ist niedlich. Komm her. Sieh mal sogar mit der Knarre. 3 Kilometer Entfernung. Piu, 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 piu. Okay, ja, läuft doch. So, Datengewehr, fleischiges Fleisch, ganz viel Kram bekommen.
Okay, jetzt muss ich nur gucken, dass ich richtig gehe. Bin ich nicht von hier gerade gekommen? Ja, ne? Dann muss ich hier weiter. Wahrscheinlich geht es dann irgendwie rum und dann hoch. Mal schauen. Was ist das? Das ist wieder so ein Kackvieh. Hä? Haha, das sieht doch gut aus. Nee. Meine Weitsicht. Leute, ich schwöre, ich brauche eine Brille. Ich habe nicht gesehen, dass das da aufhört. Ah. Oh, das schaffe ich. Moment. Ha, ohne Probleme. Weiß nicht, ob das von den Entwicklern so gedacht war, aber wir haben es jetzt einfach so gemacht. Schön die harmlosen armen Panzersoiden zerstören. Die sind aber auf jeden Fall vom Design her noch ein Zacken cooler als die normalen Soiden. Aber ich kann jetzt nicht bestätigen, dass sie irgendwie stärker wären. Zack, umwerfen das Ding. Aber ich habe ja auch einen immensen Level-Vorteil. Ich meine, ich bin Level 13, sind Level 7. Deswegen machen wir kaum Schaden. Ich weiß nicht, welcher Schwachpunkt bei denen am sinnvollsten ist. Bei den anderen war es ja oftmals der Kopf. Ich glaube, hier ist es nicht so. Na komm, ist gleich tot. Zack, 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 erledigt. Titanschwert Version 2. Hier ist nochmal ein Biologie-Teil. Auch für Level 1, das ist genau für uns. Wenn ich es schaffe, mich richtig zu positionieren. A drücken. Zack, Untersuchung erfolgreich. Den Typ lasse ich mal Typ sein. Dafür war es ja ganz praktisch, dass ich mich schon ein Stück weit hochtrainiert habe. Was ist das? Die kenne ich noch nicht. Bauernpugel. Ja, dann komm doch her. Wutstarre. Umkippen. Oh, er springt. Ah, ich hätte es mal ein Stück später machen sollen, weil jetzt schwankt er. Schade. Einmal kurz seine Resistenzen runterhauen. Jetzt liegt er am Boden, jetzt gibt es die Brandgranate. Ein Stück zu spät natürlich. Und mit der Konterklinge gibt es mir den Rest. Oder fast. Ja. Puh. So. Einmal Weißblut, Agro holen. Und komm, dreh dich. Dreh dich du. Konterklinge. Perfekt. Komm, er schwankt. Irgendwer muss ihn umhauen. Ja, natürlich niemand. Aber egal, ist eh fast tot, hier brauche ich nicht mehr viel mit Taktik machen. Fertig. Und hier ist auch schon das Ziel. Und zwei Sachen zum Untersuchen. Sind die weiter oben auf dem Turm? Na, wir gucken mal. Level 29er, sehr schön, da möchte ich nicht hin. Hier ist das erste Teil zum Untersuchen. Level 1. Was ist das? Credits, Erfahrungspunkte. Okay, muss ich da hoch? Und wenn ja, wo komme ich am besten hier hoch? Hier, das sieht aus wie ein Eingang. Ah, das wird auch einer sein. Ha, das wird ein Gespräch, oder? Ein ganz normales Gespräch, kein Kampf. Command this squad, Earth Alien.
Now it is time for you to surrender. Hello, Glenar. I am called Elma, and I command this squad. If this planet is your home, we apologize for intruding. We crash-landed here after our ship was damaged in an attack by unknown adversaries. We were hoping we could negotiate a peaceful settlement in exchange for our friends, but... Peaceful settlement? Your words are wasted. All we can promise Earth aliens is a swift death. Elma. Right. We tried. Looks like survival of the fittest it is. Fine then. Seeing as you know we come from Earth, I'm guessing there's a good chance we might have a score to settle with you anyway. Ja, das ist die Frage. Also ich würde gerne wissen, woher die wissen, dass wir von Erde sind. Kann natürlich sein, dass sie das aus den Dudes, die sie da gefangen genommen haben, rausgekitzelt haben. Aber gut, werde ich bestimmt später noch mehr dazu herausfinden. Ich mache jetzt erstmal die kleinen Mobs weg. So, werd mal aufmerksam auf mich. Und kommt der Klinge, weg mit ihm. Als der Gegner down, dann ist das gut. Nee. Den hier brauche ich, genau. Mal gucken, ob Umwerfen bei ihnen einfach so klappt. Ja, natürlich. Sehr schön. Nur mal ein bisschen seine Werte schwächen mit der Skill hier. Und Konterklinge, dann sollte er auch schon fast down sein. Er ist sogar schon down. Und Glenna, nicht dein Tag heute, wa? Oh, hat jemand die Bühne geworfen? Oh, das hat ja Schaden gemacht. Get it. Why would they be so bent on killing all humans? Who can say? Whatever the reason, this is dire news. We should let the others know ASAP. Let's call it in and head back to HQ for a full debrief. Roger that. And here I just started to hope we'd finally escaped all this. Escape! Yes, escape! Time to order one escape! More Xenos? What should we do? Stay back, Link. What do you think, Rook? Wir sind tapfer. Ein Nippon. Eine kleine Anspielung für jeden, der Xenoblade Chronicles gespielt hat für die Wii. Da gibt es genau diese Rasse von coolen Viechern. Dance of Freedom! Tatsu, thanks you! Interesting. One of the vegetables is sentient. Talking potato? I wonder if it tastes different too. I know what we're having for dinner tonight. You don't know it yet, new guy, but I'm a pretty mean cook. You are mean, mean and cruel. Tatsu, definitely not potato. Tatsu, explain this to dumb and smelly prone when they take Tatsu, but prone not listen. Prone never listen. Oh no, pon rude day, prone first sent sticky feet on Mira. Especially Tatsu. Tatsu witnessed prone abuse firsthand. At this rate, entire Nopon race in danger. Yes, Nopon are endangered species. So really, friends have social responsibility to protect Tatsu from danger. Uh-huh. What do you think, Elma? Bake or fry? Wait a minute. The beings who captured you, big brutes in armor, little pointy ears? Yes, prone! And they're a more recent arrival here, is that right? They're not native to this planet? Not native, recent! If friends want more details, friends must promise to protect Tatsu. Only then will Tatsu talk. Right. Elma, you hold him. Tatsu will talk! Tatsu will talk! Friends not get no one's sense of humor is all! So if I understand correctly, this is your homeworld.
the Nopon people are native to Mira. And then just recently, the Prone show up and quickly hunt you to the edge of extinction. Is that right? Not just Prone. Prone and their nasty, evil buddies. Lots and lots of them. Their buddies? You mean other alien races? Other hungry alien races. They all gang up on Nopon. They do horrible, terrible things to Nopon. Someday, Tatsu will turn tables and eat them for a change. Ich starre ihn mal hungrig an. Tatsu has seen those eyes before. Hungry eyes, like prone eyes. Tatsu is here to serve, not be served. Yeah, seriously. What kind of barbarian would want to eat this little guy just like that? We should take care of him. Wash and clean him, season him. That's right, that's right. This is exactly what Tatsu is saying. Take Tatsu to your village. Wash and clean Tatsu. Season Tatsu. What do you think? Take him with us? He seems harmless enough. And he'd be a good source of information on Mira and the Prone. All right. We can debrief him when we report to Commander Vandam. As long as he passes the quarantine scan, we can bring him back to New LA. Right. Let's get that out of the way. All clear. Then Tatsu can join friends? Dance of joy! New friends are friendliest friends ever! I know! Tatsu has special thank you gift for friends, for saving Tatsu's life! Tatsu will lend it to friends for free! Lend? It's not a gift if you don't give it. Give it away? For always? For free? This would be insulting to friends and to Tatsu. No Nopon merchant worth his salt and pepper could do such a thing! Tatsu is grateful, but Tatsu not insane! What? It's insane to think if someone saves your life, you might actually show them some real... And he's not even listening. Friend, do you ever get lost? Tired of bulky maps and flawed memory? Ich nicke einfach mal. There is a better way. Friends, this is your lucky day. Ein Kugelflitz. Follow Ball is number one ultimate best super secret must have Nopon item. If friends get lost out in wild, friends just follow Ball of Light to safety. And now it's yours, for free, tomorrow. For now, anyway. Really? Follow Ball? That's the best name you could come up with for your super special thing? Meh, meh, meh. What would friend prefer? Fancy name no one understands so friend can feel smart? Now, time for Nopon Dance of Generosity. Der Nopon-Tanz der Großzügigkeit. Is that thing really gonna be all that useful? What if it's a trap or boom? It just blows up in our faces. Ah yes, that reminds Tatsu. If Follow Ball get damaged, Tatsu need to charge friend's full price. Plus, we stock fee. So much for Dance of Generosity. Also ich finde Tatsu ja cool, aber niemand reicht an Ricky, den Heldenpong von Vorgängerteil, ran. Was habe ich hier bekommen? Neuer Survival-Chaleco? Chaleco? Bühne frei für Kugelflitz! Kugelflitz ist geniale Nopon-Erfindung. Super nützlich. Freunde müssen aber Missionen in Navi festlegen, sonst weiß Kugelflitz nicht, wohin flitzen soll. Dann genial, aber nutzlos. Flitzt auch manchmal aus Versehen in falsche Richtung, aber selten. Nopon Ehrenwort. Hauptmission, Mission als Navigationsziel festlegen. Das kann ich R und dann X drücken, um den Ball abzuschießen. Okay. Kann ich das jetzt machen? Wow. Das ist aber schnell. Das ist aber ein schneller Kugelflitz. Machen wir mal. Oh mein Gott! Okay, Leute, jetzt, das ist ein bisschen wie bei... Oh, ist das Ding schnell. Wie bei Fable 2. Wo führt mich das jetzt eigentlich hin? Moment. Ich guck mal auf die Karte. Ich muss ja eh ins, in mein Dorf zurück. Meine Stadt. Mein Wal, den weißen Wal. Ich versuche das jetzt gerade über die Karte, aber ich stelle mich ein bisschen dusselig an. Moment. So, Blade-Quartier, klicken,
Und da ist eine Reisetaste. Schnellreise. Zack. Da will ich ja hin. Okay, wir sind schon soweit da und da ist auch Van Damme. Van Damme. Damn, losing Nelson's team is a real blow. But the fact we're not the only visitors on this rock is even worse. They made it clear they want all humans dead. For all we know, they may be related to the forces that destroyed Earth and followed us here. Wonderful. I'll report this to Secretary Nagi. See if we can't bolster our defenses. Just one last thing. What the bloody hell is this dancing turnip doing here? He's actually a potato. Tatsu, not turnip or potato. For last time, Tatsu is not food. Now, on behalf of Planet Mira, Tatsu welcome all Earth people and offer a friendly treaty of friendship. Yeah, right. Anyway, we were thinking he could be a good source of general intel about the planet. Exactly how useful that'll be remains to be seen. Oh, don't you worry about a thing. Friend's totally safe now that Tatsu is in town. Tatsu watch over and protect friends, especially weak, pathetic Lindy with her thin, bony wings. You mean my arms? Mit knochigen Flügelstummeln. And who said anything about you coming with us? You can stay here, you greedy, annoying little cabbage. I'm sure there's a salad here that could use you. Meh-meh? Tatsu, stay here? Friends would leave Tatsu behind? It's for the best. You said yourself your people are endangered, and the Xenos that captured you might still be out there. You'll be safest here in the city. Agreed. Tatsu not agreed! Friends will want Tatsu along. Friends need Tatsu along. How so? What? Well, that, of course. This planet have many helpful Nopon that Tatsu can talk to. Other Nopon can share information for friends. That might be useful. That right. Most Nopon not like Tatsu. Nopon can be shy. Nopon can be difficult. Most Nopon never trust friends, or even talk to friends. But Tatsu? Nopon love Tatsu. But Tatsu use smooth talk and winning personality to get friends good info. The tater tot has a point. More like an ulterior motive, if you ask me. Tatsu perish the thought. Tatsu intentions are pure, Linley. Pure as snow. Linley intimidated by Tatsu's strength and smarts, but do not worry, Tatsu is true friend. Strength and smarts, huh? That's really not what I'm worried about here. All right, then it's settled. Small Fry here will accompany you three out in the field. After all, we can use all the info we can get. Seriously? We have to babysit this thing? You're the ones who picked him up. Besides, would you really want to leave him with another team? Maybe not. Unless we were invited to the meal, I mean. See? Already getting along like peas and carrots. He can be your charge, Lin. Oh, come on, Commander! That's not funny! I've got my hands full out there! This is so unfair. Back me up here, would you, Elma? I'm sure Elma has no objections. Right. As you say, Commander. Done and done. Welcome to Blade, Tater. We'll be counting on you. Yes, sir! And it's a Tatsu. Oh, one thing Tatsu forgot to mention. Nopon are pacifists, so friends need to defend Tatsu, keep extra super safe in any battle. Tatsu, VIP diplomat, after all. Why am I not surprised? So much for him watching over and protecting us. Tada! Eine Handlungsmission abgeschlossen. Nelsons Team wurde von feindlichen Xenoformen ausgelöscht. Immerhin habt ihr auch einen freundlich gesinnten Xenoformen kennengelernt, der
Nopon Tatsu. Vorhin Nippon gesagt, aber es war die leckere Schokolade. Ne? Das sind Nopons. So. Gucken, wie genau das jetzt laufen soll mit seiner Diplomatie. Und der Energiekern hat nur noch 55%. Es wird wahrscheinlich zum Ende irgendwie auf 0% und dann ganz dramatische. So, Rook. Feel like you're starting to get the hang of things? Ja. Bin voll drin. A drücken. Of course you are. You've taken to it like a fish to water. Just like Elma and the commander said you would. Just the same, let's review the key points, and I can fill in some extra details. Blade's top priority right now is to secure missing pieces of the life hold. You remember that much. Countless people are frozen in the life hold. It's the key to restoring humanity. Up until we ran into the prone, our biggest concern was that wild indigents would stumble on the life hold and damage it somehow. But now there's a more pressing threat, intelligent alien races who are intentionally trying to destroy us. So, our search has new urgency. We need to find and retrieve all of the life hold ASAP. And the best way to do that is by expanding the reach of Frontier Nav. The more probes we can install, the wider we can scan, and the faster we can find bits of the life hold. So our primary focus going forward should be to travel around Mira installing data probes. As many as we can, as fast as we can. I can't stress enough how important this is. You still with me? Klar, ich bin immer ein Pathfinder. Das ist mein Job. Good. Then let's move on to the other pressing threat that Blade has to deal with. Die Nopons. Hostile indigens. There's no real delicate way to put this. Any wildlife that poses a clear threat must be eliminated. The life hold is our future, but we can't ignore the present. We still have our duty to keep New LA safe. And sometimes that duty requires enacting coordinated strikes to solve problems before they can do real harm. We're the newcomers here, it's true. And they're usually just out to defend their territory. But sometimes it really is them or us. And we have to make sure it's us. Don't get me wrong. It's not like we run out there and light up anything that moves. Only Blade HQ can choose targets. And they tend to keep them strictly to creatures that pose a significant threat to our survival. In order to contribute to this cause, operatives are asked to form into squads to take on special missions. These squad missions, as we call them, don't get posted to mission control like your other more typical assignments. Rather, HQ transmits the details directly to all of us at the same time. Basically, they want as many people to know about them ASAP, so they can be taken care of ASAP. I'm sure you can imagine, but these missions aren't your run-of-the-mill little fetch quests. It's not the kind of stuff just one or two blades could handle on their own. That's why squads can have as many as 32 members. And it's why we ask members to sign up to a squad beforehand. We can't have Blades playing musical chairs whenever this kind of emergency hits us. But just remember, squad missions are not mandatory. You don't have to drop everything you're doing just to take one off. HQ has no way of knowing what every Blade is up to when these missions arise. If you're busy with something else, they'll understand. They need to trust our collective judgment with these things, and, well, so far so good. And I think that about covers the basics, right? Search for the missing pieces of the life hold. Install data probes to expand Frontier Nav. And take on squad missions when you can to keep us safe. Got all that?
Hab ich verstanden. Good. We're counting on you. And briefing adjourned. Thank God. Gott sei Dank, sagt sie. Kamera fährt dramatisch raus. All right, well, it's getting pretty late, isn't it? Yeah, let's call it a night. Oh, Tatsu's so excited to sleep in real bed. Lily can show Tatsu to his room now. Oh, your room is right over there. Oh-hoo, in the perfect size for Tatsu. Wait, what? Tatsu know what that is? That the pitcher eater. Won't go in there to cool off. I guess you are smarter than you look. Well, Tatsu not want to brag, but... wait a minute! Tatsu see what Lily did there? Ja, Nahrung gehört in den Kühlschrank. So. Oh. Ich kann das Pad wieder weglegen. Es geht doch noch weiter. Handlungsmission. Und so beginnt dein Abenteuer. Große Handlungsmissionen kannst du immer im Blade-Quartier annehmen. Aber denk dran, dass du oft erst bestimmte Voraussetzungen erfüllen musst, zum Beispiel die Erforschungsrate steigern. Und jetzt los! Trophäe erhalten, der Jüngling. Du schlägst dich gut bei der Arbeit. Hast du eigentlich schon mal einen Blade-Bericht verfasst? Wir haben da eine nette Funktion, die es Blades erlaubt, untereinander Informationen auszutauschen, sich Rat zu holen oder auch einfach mal was Nettes zu sagen. Das ist so eine Chat-Funktion oder was? Und okay. Das seht ihr nicht. Passiert auf dem Gamepad. Blades anheuern. Das Blade-Terminal wurde für dich freigeschaltet. Du kannst dort nach Blades suchen, die dir für eine bestimmte Zeit bei einer Mission helfen sollen. Tja, und damit stehen dir jetzt sämtliche Services zur Verfügung, die Blade zu bieten hat. Begrüßungen bearbeiten. Der erste Eindruck ist oft der entscheidende. Hast du schon deine Begrüßung festgelegt? Im Hauptmenü wählst du dazu Online und dann Begrüßung aus. Ist eine super Möglichkeit, sich andere Blades vorzustellen und gleich einen guten Eindruck zu hinterlassen. Ist natürlich die Frage, ist man europäisch da angesiedelt und sollte lieber Englisch schreiben oder ist jetzt nur ein deutscher Server? Aber egal. Klassen und Talente. Zum Thema Klassenrang. Sobald du da Level 10 erreichst, könntest du ja mal darüber nachdenken, ob du die Klasse wechseln willst. Habe ich schon. Wenn du kein Novize mehr bist, kannst du nämlich neue Talente einsetzen und die Klasse kannst du wechseln, so oft du lustig bist. Hab ich schon gemacht, hab ich schon rausgefunden. Die beste Teamaufstellung. Du gehörst jetzt zu Blade. Das bringt viel Verantwortung mit sich, aber auch große Freiheit. Für manche Missionen ist eine bestimmte Teamzusammenstellung Pflicht, aber generell ist sie dir selbst überlassen. Lynn und ich sind im Quartier, wenn du uns brauchst. Okay, Begrüßungsoption, ja, lasse ich jetzt erstmal, das ist mir zu viel Stress. Oh mein Gott, was ist das hier alles? Lebensspeicher für alle, die ein Einzelspielerlebnis bevorzugen. Für alle, die sich auf den Online-Modus konzentrieren. Spiel mit Freunden und Favoriten. Ich will einfach nur allein sein, Leute. Danke. Trupp beigetreten. Deine Beitrittsanfrage wurde angenommen. Ganz NLA verlässt sich auf dich. Macht mich nicht fertig mit eurer... Oh mein Gott. Was hier mit Elmer? Schattenstreich. Spukstätte. Okay. Jetzt zeigt er mir einfach alles an, was sie so hat. Division Outfitter. Klasse Protektor. Irina, Manipulator plus eine Interceptor. Ah, Heilungswoge. Das heißt, es ist eine Heilerin, das kann ganz praktisch sein. Wie haben wir hier noch? Ah, den kennen wir auch, den Gwyn. Er ist ein Samurai-Pistolero. Die können wir ja mal in der nächsten Folge mitnehmen, gucken, wie die sich so kämpfen. Oh, es gibt noch mehr Leute. Dark. Ach, den haben wir auch schon mal gesehen. Ich meine, der hat eine ziemlich fette Rüstung. Und so ein Schild ist das, ne? Oder war es eine Knarre? Existierende Speicherdaten überschreiben. Bitte, Speicher vor Gang abgeschlossen. Was ist das? Das ist doch hier ein Harmonie-Gedöns. Ein Segment im Verwaltungs... es befinden sich noch nicht alle Pflichtmitglieder in deinem Team. Das heißt, ich brauche
Elmer und mein Dude. Habe ich Elmer nicht im Team? Ist jetzt rausgeflogen, ne? Ja. Gut, muss ich mir merken. Kann ich ja dann mir Elmer holen und wieder zurückgehen. Wo hole ich mir Elmer? Muss ich ja einmal raus, ne? Wenn ich den Ausgang finde. Da hänge ich jedes Mal. Was? Elmer läuft schon da unten. Anja. Wisst ihr, Leute, Anja belabert mich die ganze Zeit hier von der Seite. Und die ganze Zeit. Ja, ich will hier nur spielen und macht mir da irgendwelche Tipps. Weil sie schon weiter ist als ich. Erforsche Primordia zu 15% und dann beende die Mission. Kleines Blade 1x1 und Sonnenkunde. Ja, okay. Dann muss ich das erst nochmal machen. Ja, Anja, siehst du, hat mir nichts gebracht mit Elmer, ne? Max selber. Mann. So, Verwaltungsbezirk betreten. Ich will doch nur in Ruhe meine Folgen aufnehmen. Du musst zeichnen. Ja. So. Ladezeit. Jetzt kann ich bestimmt dieses eine Terminal verwenden. Oh, da sind Fragezeichen auf der Map. Rede ich hier einmal mit Kirsty. Jetzt nur noch... Oh, Moment mal, was ist das denn? Die Vorräte, die wir von der Erde mitgebracht haben, sind ja so gut wie aufgebraucht. Wenn wir Meranium weiter in dem Tempo abbauen, so wird das mit der Versorgung von LA aber nichts. Ja, ja, ich weiß, dass ihr alle euer Bestes gebt, aber es reicht einfach nicht. Wir können so nicht und... Oh, hey, Grünschnabel, schön, dass du mal wieder vorbeischaust. Und tut mir leid, dass du das eben mit anhören musstest. Ich hake da mal nach. Nun, ich denke mal, es betrifft auch dich. Da kann ich dich also auch gleich auf den neuesten Stand bringen. In den paar Monaten, die seit der Bruchlandung vergangen sind, haben wir die meisten unserer mitgebrachten Ressourcen bereits aufgebraucht. Wir sind im Augenblick mitten im Umrüsten. Wo irgend möglich wollen wir jetzt Materialien einsetzen, die wir über das Frontier nachfinden. Am dringendsten brauchen wir einen großen Vorrat an Meranium, einfach um sicherzugehen, dass unsere Operationen hier weiterlaufen können. Aber wir hinken mit der Installation von Datensonden hinterher und das macht die ganze Situation, sagen wir, schwierig. Jeder von uns hat so viel zu tun, dass eine Menge wichtiger Dinge unerledigt bleibt. Aber sag mal, vielleicht könntest du helfen? Als allererstes benötige ich 750 Einheiten Meranium, hab ich. Dann brauche ich jemanden, der sich um einen Rudel Junior-Simiose kümmert, die draußen in Primordia unsere Pathfinder schikanieren, mache ich. Und zu guter Letzt habe ich noch einen Spezialeinsatz. Ein als Datenträger FN093 bezeichnetes Speichergerät muss geborgen werden. Sein Inhalt ist streng geheim. Falls meine Berechnung stimmen sollte, das Ding beim Absturz des Weißen Bads irgendwo in Primordia runtergekommen sein. Wenn du dich um all das kümmerst, sorge ich dafür, dass du entsprechend entlohnt wirst. Na, was sagst du? Kommen wir ins Geschäft? Für jeden setzt die Erkundung von Primordia mit Hilfe des Frontier-Nachwehr Verstärkersonde. Annehmen. 7000 Credits bringt das Ganze. Und Erkundungstour. Das kriegen wir auch hin. Und nochmal Erkundungstour. Das schaffen wir. Ja. Mann, wie viel denn noch? Also gut, um mehr Meranium abzubauen, musst du neue Datensonden installieren. Du weißt, wie das geht, oder? Hast du mir doch erklärt. Ich empfehle, das Frontier-Nav in Primordia zu erweitern, während du gleichzeitig andere Missionen abarbeitest. So machen es jedenfalls die Pathfinder-Veteranen. Vergiss das nicht, Grünschnabel, klar? Danke. Kein Ding. Ein gelegentliches Dankeschön hört man allerdings gerne. Mach ruhig weiter so. Erledige die Mission, dann bist du in meinen Augen ein vollwertiges Mitglied von Blade. Viel Glück da draußen. Die Bewohner von LA verlassen sich aufs Frontier-Nav. Was bedeutet, dass sie auch auf dich zählen? Und ich kann gleich eine Quest abgeben bei ihr. Wie geht's mit dem Meranium-Abbau voran? 750 Einheiten sollten ausreichen, habe ich, damit wir fürs Erste versorgt sind. Kriegst du. Vielen Dank, ich werde dafür sorgen, dass das Meranium unter den Firmen der Stadt verteilt wird. Tada, Mission abgeschlossen. Das ging ja schnell. Ich hoffe, du gehst deinen restlichen Aufgaben in Primordia mit genauso viel Eifer hinterher. Jetzt die Frage, die Teammitglieder kriegen wahrscheinlich registrierten Avatar verhalten. Aktuellen Avatar registrieren, Ausrüstung wechseln. Oh mein Gott, was ist das alles? Blades anheuern. Aha. Level 60. Gut, damit befasse ich mich in der nächsten Folge. Jetzt erstmal mache ich Schluss. Geht ja lang genug die Folge. Also wenn euch die Folge gefallen hat, ich freue mich auf jeden Fall über ein Like. Daumen nach oben also nicht vergessen. Schreibt ruhig Kommentare. Was ist das? Nee, mache ich auch später. Inwiefern ihr euch die Folgen in Zukunft vorstellt, ob das alles okay ist, wie ich das so mache. Und abonniert den Kanal, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn die neue Folge rauskommt.
Also dann vorerst mal liken, teilen, kommentieren, abonnieren und tschüss. Habt einen schönen Abend.